In den alten Zeiten, wo das Wünschen noch geholfen hat, wo das Zwitschern der Vögel und eine Prise von Liebe, Leidenschaft und Harmonie den Tag bestimmten, an einem derart zauberhaften Ort, weit weg von jeglichen Gräuel dieser Welt, lebte Tom mit seiner Familie. Nun trug es sich zu, dass an jenem sonderbaren Tag etwas anders war. Das Zwitschern der Vögel verstummte, die sommerliche Wärme blieb aus und eine unwohlbeklemmende Atmosphäre machte sich breit. Das große Tor zur Außenwelt öffnete sich knarrend und eine fiese, runzelige Hand kam zum Vorschein. Plötzlich packte sie jeden einzeln, hielt sie fest, zerschlug vorsichtig die Schale jedes Eis und trennte dann sorgfältig das Gelbe vom Weißen in zwei verschiedene Schüsseln. Dies wiederholte sich mehrfach, bis nur noch ein Ei zurückblieb. Tom. Der Kleine blickte betrübt auf seine Familie. Hilflos schrie und weinte er. Die Trennung des Eigelbs ist der Tod eines jeden Eies. Die Hand aber war zufrieden. Sie brauchte das Eiweiß für ein neues Rezept, welches sie entwickelte. Sie nannte es Baiser. Tom verstummte. Er blickte sich um. Keiner war mehr da. Betrübt, einsam und verlassen kam Tom zu dem Entschluss. Er könne hier nicht bleiben. Es sei viel zu gefährlich, denn die böse Hand könnte kommen und auch ihn holen. Was hielt ihn noch hier, wenn er ein Waise war? Da kam ihm eine Idee. Er erinnerte sich an die Geschichte seiner Großmutter. Weit, weit weg, hinter dem Zauberwald, da gab es ein Kühlschrankland, in dem alle Eier zu einem wunderschönen Kuchen verarbeitet werden. Das höchste Ziel eines jeden Eies, ganz ohne Trennung. Und so machte sich Tom auf einen langen, weiten Weg. Nach 7 Tagen und 7 Nächten kam er endlich zu einem wunderschönen Kühlschrank. Hier musste es sein. Hier ließ er sich nieder. Hier war der Ort, von dem seine Großmutter erzählte. Doch auch diesmal sollte das Glück nicht auf Toms Seite sein. Die Einheimischen starrten ihn abwertend an, tuschelten und warfen ihm böse Blicke zu. In wiederholter Einsamkeit dachte Tom an seine Familie. Seine alte Heimat, die Idylle, die dort herrschte, bevor die böse Hand das Baiser erfand. So brach die Nacht an und irgendwann schlief auch Tom in düsteren Gedanken vertieft ein. Am nächsten Tag wurde er von freudigen Gesängen geweckt. Ein Fest stand bevor und die anderen Eier waren überglücklich. Der große Tag war gekommen, endlich sollte ein Kuchen gebacken werden. Das Tor öffnete sich und die Eier wurden einzeln herausgenommen, an einer Schüssel aufgeschlagen und sprangen anschließend feuchtfröhlich in das weiche Mehl, welches schon in der Schüssel lag. Nun war Toms großer Augenblick. Er lag schon in der Hand und berührte mit seinem Hals den Rand der kalten Schüssel, als er die spottenden Kommentare der Einheimischen hörte. Nein! Doch er ließ sich nicht verunsichern. Dies war sein Augenblick. Sein Sprung in ein besseres Leben. Ein Leben voller Frieden. Ein Leben in dem schönsten Kuchen der Welt. Es dauerte nur einige Sekunden. Dann lag er schon zwischen den anderen Eiern. Und zu Toms Verwunderung starrten die Eier ihm verdutzt an. Sie erkannten, dass sie alle gleich waren. Ein kurzer Moment der Stille kehrte ein. Dann lächelten die anderen Eier, entschuldigten sich bei Tom für ihr Fehlverhalten und waren überglücklich, dass sie gemeinsam Teil des Kuchens waren, welcher wirklich, und dies ist kein Geheimnis, der schönste Kuchen der ganzen Welt war.